Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Final Fantasy XIV Shadowbringers. Diesmal ein bisschen ruhiger, die Aya schläft gegenüber. Aber what the fuck, das Licht ist wieder da und wir sind schuld. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Okay, also uns geht's viel beschissener als noch in den letzten Folgen. Aber wir werden das schon irgendwie schaukeln, ich bin mir da sehr sicher. Okay, reden wir erstmal mit dem Quartierverwalter. Oh, werte Dame, ist bereits wach. Ich hörte, dass ihr euch auf dem Gulk die schrecklichsten Blessuren zugezogen hättet. Sie trugen euch vor meinen Augen auf einer Barre vorbei. Ein erschütternder Anblick. Genauso erschütternd ist der Himmel, aber ihr habt es ja bestimmt selbst schon gesehen. Dass das Licht zurückgekehrt ist, erfüllt alle mit großer Sorge. Aber es macht Hoffnung, euch wieder wohlauf zu sehen. Wenn es euch nicht zu sehr anstrengt, würde ich einen Spaziergang durch Crystarium empfehlen. Euch zu sehen, wird den Leuten hier Mut machen. Meister Bragi war einer von denen, die euch auf euer Zimmer trugen. Und er war schon mehrmals hier, um nach eurer Verfassung zu fragen. Warum stattet ihr ihm nicht zuerst einen Besuch ab? Okay, können wir machen. Aber ich würde auch zu gerne wissen, was ich jetzt gerade eben... Wie es bei mir mit der Post aussieht, kann ich hier die Post eigentlich prüfen? Ja, da oben kann ich die Post prüfen. Ich würde gerne außerdem ein bisschen mein Inventar ganz gerne leeren. Das ist nämlich auch massiv voll geworden. Das ist mir aufgefallen, als wir in der letzten Instanz ein bisschen, oder im letzten Dungeon ein bisschen unsere Ausrüstung verbessern wollten. Oder ändern wollten. Ich glaube, ich mache das erstmal. Ich werde erst einmal ganz kurz hier rübergehen. Und ich hoffe, dass ich bei dem hier Sachen verkaufen kann. Nee, kann ich natürlich nicht. Ha, blöd. Gehilfen, das bringt, glaube ich, auch nichts. Egal, dann reden wir doch erstmal mit Bragi. Vielleicht hat der irgendwas Schönes. Na, sieh einer an, wer da von den Toten auferstanden ist. Deine Freunde waren völlig entkräftet, als sie dich hereintrugen. Keinen Schritt weiter konnten sie. Ich fürchtete schon, jemand würde stürzen. Und du erst, eiskalt warst du. Es tat im Herzen weh, dich so leblos zu sehen. Und deine Freunde sagten, dass irgendein Dreckskerl das Kampfgetümmel genutzt und unseren armen Kristallikzeichen entführt hätte. Was für eine Machenschaft geht da vor sich, von denen wir nichts ahnen. Aber jammern hilft ja nicht. In Zeiten wie diesen rücken die Leute in Crystarium zusammen und tun, was getan werden muss. Immerhin hat der Handel mit Yulmor wieder begonnen. Wir werden unsere Vorräte auffüllen und die Stadt rüsten, für was immer da auf uns zukommen mag. Übrigens, Chesimil ist ebenfalls krank, vor Sorge um dich. Du solltest ihr so schnell wie möglich einen Besuch in der Sbagirik abstatten. Okay, das lasse ich mir doch nicht zweimal sagen. Aber irgendwo muss ich hier doch Sachen auch... Ah, okay, da oben. Und ja, wir kommen ja schon fast an einem... An dem Briefkasten vorbei. So, hier werde ich aber ein bisschen kramlos. Das mache ich viel zu selten. Können wir mal kurz gucken, was wir überhaupt verticken können. Ja, auf jeden Fall den Stuff. Dann... Der Kram kann weg. So, im Arsenal haben wir sicherlich auch ganz viel Zeug, den wir echt nicht mehr brauchen. Vor allem diese Low-Dinger hier. Alles, was nicht grün ist, kann eigentlich schon weg. Gitarre-Schwert. Obwohl, naja, machen wir lieber erstmal die Sachen hier leer. Was haben wir denn hier? 380 für Stufe 70. Achso, ja gut, okay. Brauchen wir die Materia? Die könnten wir vielleicht nochmal zurückgewinnen. Aber ansonsten hier weg damit. Weg und weg. Was haben wir hier noch? Das haben wir egal. Hier haben wir schon mal zwei Sachen weg. Das ist immer ordentlich. Ja, komm. Weg und weg. Und weg. Diese gesamten Low-Items hier. Ich meine, hier ab Stufe 50. Weg. So, hier Panzerhandschuhe des Lichts. Die könnten wir behalten, weil ich glaube fast, das sind die
Ach nö, die könnten eigentlich auch weg. Egal. Weg damit. Verstopft nur. Brauchen wir nicht. Hier auch. So, vor allem die gelben die grünen Sachen können hier einfach mal weggeschmissen werden. Einfach so, dass wir zwei Slots überall frei haben. So, reicht. Weiter geht es. Denn wir müssen uns bei all den netten Leuten hier erkundigen, die gedacht haben, dass wir jeden Augenblick krepieren werden. Das ist natürlich nicht so cool. Das sah auch nicht gut um die Duftemieze aus. Ganz und gar nicht. Wurde schon schummrig vor Augen und so weiter. Ganz, ganz böses Ding, ehrlich jetzt. Aber zum Glück kriegen wir hier ein bisschen Heilung vielleicht. Du lebst! Wir wussten ja nicht, wie es um dich steht. Niemand durfte dich besuchen. Sogar unsere Miliz wollte man nicht zu dir lassen. Von Rine hörte ich, dass du Anzeichen einer Verwandlung zeigen würdest. Dagegen gibt es selbst in der Spagirik weder Trank noch Pülverchen. Auf dem ganzen Kontinent gibt es keine Heilung gegen die Verwandlung, von der ich wüsste. Aber das hält deine Freundin nicht davon ab, noch im entlegensten Winkel danach zu suchen. Jedes Mal, wenn sie nach Crystarium zurückkommen, sehen ihre Gesichter eingefallener aus. Sag ihnen, dass sie sich ausruhen sollen, wenn sie vor Erschöpfung zusammenbrechen, ist keinem geholfen. Ach ja, da fällt mir ein, Morin geht es auch nicht viel besser. Er hat seine Bibliothek seit Tagen nicht verlassen, einen kuriosen Foliant nach dem anderen durchstöbert er und liest alles, was es über Verwandlung finden kann. Er sollte wissen, dass du wieder auf den Beinen bist. Sag ich ja. Wir sagen jetzt erstmal allen wieder Hallo. Hallo, ich lebe wieder. Und genau, wie gesagt, ich nehme diese Umwege jetzt einfach mal akkurat in Kauf, nicht um ein bisschen Zeit zu schinden, sondern um nicht wieder am nächsten Briefkasten vorbeizulaufen. Das wäre nämlich voll blöd. Weil ich weiß ehrlich gesagt, ey, wo bin ich denn da gerade hängen geblieben? Ich weiß nämlich nicht, wo der nächste Briefkasten sonst ist. Das wäre mega peinlich, wenn ich irgendwas Wichtiges verpassen sollte an der Stelle. Ach, da ist er ja, der Mogri-Postbote. Ausgezeichnet. Mega entlegen. Aber egal. So, mal gucken. Zwei neue Briefe. Luna. Oh. Jetzt habe ich zwei von den Dingern. Aber da war doch noch ein Brief. Ach so. Veteranenbonus. Und so. Ganz viel Kraft. Krasser Stuff. Ich hab mir noch nicht einmal die Dankeschöns abgeholt für die Pre-Order und so weiter. Und ziehe sich die mal einer rein. Die Eris-Puppe. So. Jetzt stört mich auch oben dieses Ding nicht mehr. Und jetzt wollen wir mal weiterlaufen. Nein, falsche Richtung. Da lang. Denn wir wollen jetzt eigentlich da nach oben. Ich werde mir jetzt einfach den Stadtätheriten nehmen und mich dann zum Kabinett der Kuriositäten bewegen. Ist, glaube ich, einfacher, als hier jetzt den ganzen Weg zu suchen. Kabinett der Kuriositäten, da haben wir es. So, Arme hier rein. Guck mal, ein Anti-Bärt. Wo ist hier der Pro-Bärt? Schlechter Witz, ich weiß. Aber zu so düsteren Zeiten muss man auch mal positiv gestimmt sein. Es bringt nichts. Überall steht nur das Gleiche. Vielleicht muss ich die Sache von einem anderen Standpunkt aus angehen. Dufte, träum ich oder bist du es wirklich? Ich bin's wirklich. Was für eine Freude, dass unsere Gebete zur Abwechslung einmal gehört wurden, dass es so etwas noch gibt. Ein Lichtblick, würde ich sagen, wenn das Licht nicht die Wurzel allen Übels wäre. Ist es nicht ein
vertracktes Paradox. Die Lichtbringer sind besiegt, doch das Licht ist zurück und überstrahlen den Himmel wie zuvor. 100 der kuriosesten Bücher habe ich durchwälzt und ebenso viele der Standardwerke, aber ich konnte keine Entwicklung für das Phänomen, Erklärung für das Phänomen finden. Ich wünschte, der Kristallixer, ich wäre hier, um meine Fragen zu beantworten. Aber du wirst ihn doch für uns zurückholen, oder? Wir alle vermissen ihn schmerzlich. Wir brauchen ihn. Catlis hat derweil begonnen, Vorbereitungen zu treffen. Wofür kann ich nicht sagen, aber sie hat die Manufaktur in Alarmbereitschaft versetzt. Sprich mit ihr. Ich bin mir sicher, sie wird sich freuen, dich auf den Beinen zu sehen. Ach ja. Von allen Seiten kommen sie. Und wollen kuscheln, Spaß haben. Ach toll, da oben war ich gerade. Das ist jetzt blöd. Manufaktur der Gemeinschaft. Wieder zurück. Wo wir angefangen haben. So, da haben wir die gute Catlis. Ah, Dufte, gesund und munter, wie ich sehe. Du hast uns allen einen gehörigen Schrecken eingejagt, weißt du das? In der Manufaktur und anderswo fragt man sich, was mit dir und dem Kristallix-Zeichen geschehen ist. Joa, wurde verprügelt. Sag, wie geht es dir? Du rückst nicht gleich wieder aus, oder? Ich würde dich nur ungern ziehen lassen, ohne mir deine Ausrüstung noch einmal genau angesehen zu haben. In der Manufaktur fühlen sich alle verantwortlich für das, was geschehen ist. Wenn wir dich mit besseren Kriegsgerät ausgerüstet hätten, wäre es vielleicht nie so weit gekommen. Vielleicht wärst du jetzt gesund und der Kristallix-Zeiche in seinem Okular. Jeder Einzelne hat seine Arbeit überdacht. Wir haben neue Artikel entwickelt und alte verbessert. Erlaube mir zu schauen, ob wir dir nicht vielleicht mit etwas helfen können, wenn du mal einen Augenblick stillhalten würdest. Alles sehr beeindruckend. Beste Arbeit, keine Frage. Aber alles lässt sich irgendwie optimieren. Man müsste nur ein bisschen experimentieren mit neuen Materialien und Entwürfen. Ich weiß allerdings nicht, ob wir so viel Zeit haben. Ich bin mir sicher, ihm würde etwas einfallen. Sei gegrüßt, Glena. Was bringt den Wirt des Sternenhagels höchstpersönlich in die Manufaktur der Gemeinschaft? Na, meine Leute sind mit den Nerven ziemlich am Ende. Da wollte ich ihnen mal eine Auszeit gönnen. Aber was euer Gespräch von gerade eben angeht, der Goldhammer wäre jetzt genau der richtige Mann. Der alte Grinold? Ja, was das Verbessern von Ausrüstung angeht, macht ihm keiner was vor, das ist richtig. Aber weißt du, wo er ist? Er ist spurlos verschwunden, seit er sich vor ein paar Jahren aus dem Handwerk zurückgezogen und verabschiedet hat. Er konnte sich fantastisch in eine Sache hineinsteigern. Es würde mich nicht wundern, wenn er in einer Höhle hocken würde, vollkommen auf seine neuesten Schöpfungen konzentriert. Aber so, wo soll man denn nach ihm suchen? Er könnte überall sein. Wohl wahr, dabei bräuchten wir ihn jetzt dringender als je zuvor. Aber an eins glaube ich, wenn es bestimmt ist, dass man jemanden trifft, dann findet man ihn auch. In meiner Schenke habe ich schon viele Geschichten gehört, die von zufälligen Bekanntschaften und Begebenheiten handeln. Nicht alle werden wahr sein, aber der Zufall regt sich öfter als man glaubt. In der Manufaktur verdingen wir uns lieber mit harter Arbeit. Aber wenn du wirklich einmal Grinold begegnen solltest, tätest du gut daran, dich an dieses Genie zu halten. Seine außergewöhnlichen Einfälle und Arbeitsmethoden haben schon oft schnelle Ergebnisse hervorgebracht als wir. Aber zuerst solltest du vollständig genesen. Der Spaziergang wird dich erschöpft haben. Ach ja, wo ich dich hier habe. Ich wollte dir etwas sagen.
Ich möchte, dass du im Sternhagel vorbeisiehst. Nicht, dass ich jemanden in deiner Verfassung zum Verzehr von alkoholischen Getränken raten würde, aber ich möchte dich ein paar meiner Stammgäste vorstellen. Ich werde dir zurückgehen, denn die Arbeit ruft. Ein Wirt sollte seinen Tresen nicht allzu lange allein lassen. Auch und besonders, wenn die Welt in Scherben dazuliegen scheint. Wohlgesprochen, denn auf diesem Geist wurde unsere Stadt gerichtet. Wir sollten ihn aufrechterhalten so und so den Exarchen in seiner Abwesenheit ehren. Na gut. Kettles wird uns wahrscheinlich nochmal sagen, geh dann nochmal rüber zu dem Typen. Geht es dir wirklich gut, Dufte? Du bist ziemlich außer Puste. Wenn du etwas verschnaufen willst, dann geh doch rüber zum Tierhof Timinos. Gleich daneben ist ein stilles Plätzchen, an das ich mich manchmal zurückziehe, wenn ich Ruhe brauche. Man hat dort das Gefühl, ganz alleine inmitten des Himmels zu stehen. Und seine trüben Gedanken kann man dem Wind anvertrauen, damit er sie davonträgt. Den Kristallexarchen habe ich auch schon dort gesehen. Vielleicht gefällt es ihm da genauso gut wie mir. Oh, das ist echt zu nett. Ich weiß nicht, ob das... Irgendwie fühle ich mich hier jetzt gerade so krank und senil, wenn ich irgendwie so tatenlos einfach irgendwo rumlaufe und alle mich ein bisschen betrauern und so weiter. Das gefällt mir nicht so ganz. Ich springe einfach vom Berg. Und passt auf, jetzt ist es natürlich oben gewesen. Einfach irgendwelche Treppen runterspringen. Das können wir immer noch am besten. Na gut, dann mal hier hoch. Tatsächlich ist es ein ziemlich schöner Ausblick. Einfach auf die wundervollen Gebirge in der Entfernung. Ach ja, ist das nicht schön hier? Na denn, gucken wir uns das ein bisschen genauer an. Warten wir ein klein wenig. Die Bewohner dieser Stadt sind zäh. Ihr Wille, für ihre Zukunft zu kämpfen, ist ungebrochen. Aber das macht es gerade so schwer für dich, nicht wahr? Dass du jetzt zwischen ihnen und ihrer Zukunft stehst. Das sind sie. Sie dürfen dein Geheimnis nicht erfahren. Die Wahrheit wäre unerträglich. Besser, es bleibt alles, wie es ist. Um ehrlich zu sein, stecken wir ganz schön in der Patsche. Wie soll es denn jetzt weitergehen? Womit ich nicht sagen will, dass der Kampf verloren ist. Du gibst dich nicht zu schnell geschlagen, habe ich recht? Ich habe schon einmal so in den Himmel gesehen. Als ich begriff, dass mein Tun zu der Lichtflut geführt hatte. Als ich mein Leben beendete, um in den Ursprung gehen zu können. Ich kämpfte gegen dich und verlor.
Wenn das Orakel sich nicht auf unsere Seite gestellt hätte, wäre diese Welt für immer verloren gewesen. Doch war die Errettung es wert? Wäre ein Neuanfang in einer vereinigten Welt nicht besser gewesen, als das Elend hier zu wahren? Diese Frage habe ich mir lange gestellt. Aber dann, als ich auf Colusia sah, wie der Talos sich erhob, da wusste ich es. Dies ist der richtige Weg. Wir sind Helden. Wir müssen bis zuletzt kämpfen. Nicht für uns, sondern für alle anderen. Wenn wir unsere Arbeit tun, dann bauen sie diese Welt wieder auf, mit vereinten Kräften. War es das gleißende Licht, das mein Herz blendete? Sie wollen hier leben, deswegen vollbringen sie das Unmögliche und errichten Wege, die bis in den Himmel reichen. Endlich habe ich etwas, auf das ich stolz sein kann. Komm schon, lass mich nicht hängen. Dachte ich es mir doch. Dies ist kein Zufall. Meine Geschichte ist bereits geschrieben. Aber aus irgendeinem Grund spiele ich in deiner noch eine Rolle. Ich hatte es schon vermutet, als ich merkte, dass du mich sehen und hören kannst. Aber es ist, wie es ist. Ich bin der Narr, der die Lichtflut auslöste. Ich traue mir selbst nicht mehr über den Weg. Es war gut möglich, dass ich wieder falsch lag. Das ist einer der Gründe, warum es mir so schwer fiel, nach vorne zu blicken. Aber jetzt habt ihr mir gezeigt, dass unser Weg doch nicht so falsch war. Deswegen möchte ich jetzt etwas versprechen. Ich verschreibe dir meine Seele. So kann ich noch etwas Gutes tun, auch wenn es nur ein kleines bisschen ist. Wenn du zu einer Gefahr für diese Welt wirst, werde ich dich auf den rechten Pfad lenken. Also sieh zu, dass du nicht davon abweichst, Heldin. Was sehe ich denn da? Ich habe mir Sorgen um dich gemacht. Und jetzt finde ich mein Bäumchen hier alleine mit einem Lachen auf dem Gesicht. Manchmal weiß ich wirklich nicht, was ich von dir halten soll. Siehst du fürchterlich aus. Dein Äther ist ja vollkommen durcheinander. Und deine Seele erst voller gefleckter Risse und gestopfter Löcher. Mein armes Bäumchen, so kann das doch nicht weitergehen. Was machen wir denn bloß mit dir? Warum wirst du nicht einfach der Feenkönig? Dann kannst du dich von der Welt verabschieden und es dir im Schloss gemütlich machen. Wenn jemand kommt, um dir das Leben schwer zu machen, ist ganz Ilmec zur Stelle, um dich zu beschützen. Damit wären zwar nicht alle Probleme gelöst, aber das Angebot steht. Wie wär's? Soll ich dir Krone und Zepter reichen? Was denn? Warum denn so kaltherzig? Du könntest doch wenigstens mal über mein Angebot nachdenken.
aber was wird dann aus dir werden? Ich habe dir so wenig zu bieten. Mein liebes Bäumchen, mein süßes Bäumchen, du befindest dich gerade in einem Irrgarten. Du weißt nicht, wo du langgehen sollst. Gefundenes Fressen für Wesen wie mich, die die Sterblichen mit Nebel und falschen Wegweisern immer tiefer in die Irre führen. Ich sage dir was. Bleib stehen. Überlege nicht, um welche Ecke du gehen musst. Überlege zuerst, wo du bist. Dann findest du den Weg heraus. Unser Kern aus Kristallklar, sein rotes Aug behütet dich. Erkenn dich selbst, wie er dich sah. Und wo du stehst, enthüllt sich. Dies ist sein Garten. Wenn du mit seinen Bewohnern sprichst, wird sich das Dickicht etwas lichten. Ich bin schon gespannt, wie du dich entscheidest. Wir werden uns wiedersehen. Ich kann es nicht erwarten. Soll es denn wirklich so einfach sein? Einfach mit den Leuten reden. Ha. Erstmal springe ich hier vom Turm. Wow, der war hoch. Und die haben sicherlich noch den ein oder anderen Ratschlag für mich. Ich frage einfach mal. Dich habe ich nicht so schwind hier erwartet. Du bist aber bestimmt nicht hier, um einen Amaro zu erborgen, oder? Nein, Kristallexarch, verschwunden. Gib mir Hilfe. Der Kristallexarch. Er war nicht oft hier im Tierhof, aber bisweilen hat er den Ausguck dort vorne erklommen und hat in die Wolken gespäht. Woran er dabei gedacht hat, kann ich dir nicht sagen. Er ist ein rätselhafter Mann, aber weise und voller Mitgefühl. Jeder wird dir bekunden, wie edelmütig er ist. Als Kristallium erbaut wurde, gestattete er allen, sich aus dem Turm zu nehmen, was das Herz begehrt. Geradezu geplündert wurde er. Nur eins hat er verboten. Niemand außer seiner selbst soll in dem Kristallturm residieren. Er wurde einst gefragt, warum, und der Kristallexarch erwiderte mit einem Lächeln um seine Lippen. Weil der Turm eines Tages genauso plötzlich verschwinden könnte, wie er aufgetaucht ist. Das ist ja mysteriös, würde ich fast meinen. Fragen wir hier nochmal ein bisschen weiter rum. Erstmal zum Kabinett der Kuriositäten. Denn ja, wir haben dem Kristallexarchen viel zu wenig Fragen geben können, dem guten ausfragen können, dem guten Grahatier. Der letzte Nachfahre der allergischen Kaiser schafft. Gibt es noch etwas, womit ich dir dienen kann? Was das zurückgekehrte Licht angeht, habe ich leider nichts Neues herausgefunden. Erzähl mir mehr über den Kristallexarchen. Aufzeichnung über den Kristallexarchen. Also, wenn du dich für seinen Hintergrund interessiert, kann ich dir leider alles so erzählen.
Keine 10 Jahre waren nach der Lichtflut vergangen, als der Kristallturm urplötzlich im Seenland erschien. Und schon bald wusste jeder, wer ihn gerufen hatte. Es war der Echtxarch. Damals hatten sich viele ins Seenland zurückgezogen, die ihre Heimat verlassen mussten. Bewohner der gefluteten Gebiete, von den Vertilgern vertrieben oder solche, die aus dem zugrunde gegangenen Wöburt flohen. Wer immer sich dem Turm näherte, aus Neugier oder in Hoffnung auf Rettung, hieß der Kristallexarch willkommen. Seinen Namen wollte er nicht nennen, und als man begann, ihn König zu nennen, lehnte er auch das ab. Er sei eines adligen Titels nicht würdig, sagte er. Also gab man ihm einen neuen Titel, nach dem Turm und seiner Haut, die auf die gleiche Weise schimmert, und sein Name blieb ein Geheimnis. Grahatir war der Name. Ich bin mir ziemlich sicher. Die Kristallturm-Story aus A Realm Reborn liefert da noch ein bisschen Background zu. Könnt ihr euch gerne angucken, ist schon ein etwas älteres Video, aber hat eine eigene Playlist, die ihr bei mir auf dem Kanal wiederfinden könnt. Genau, wir haben noch eine Person offen. Ich muss nur mal kurz gucken, wo. Amaru-Flugsteg. Da. Und sobald wir den haben, endet auch schon diese Folge. Da haben wir ihn. Kassar! Du kannst ja schon wieder laufen. Was denn? Willst du etwa die Memoiren des Kristallexarchen schreiben? Ich weiß gar nicht, was ich dir erzählen soll. Wir stellen nicht viele Fragen über ihn. Er ist ein ungeschriebenes Gesetz. Von allen kennt Kommandantin Lina ihn am besten. Sie geht im Okular ein und aus. Armes Mädchen. Kurz nach ihrer Geburt kamen ihre Eltern bei einem Überfall der Sündenvertilger ums Leben. Der Exarch nahm sie unter seine Fittiche. Mal von ihrem äußeren und offiziellen Anlässen abgesehen, sind sie wie Großvater und Enkelin. Sie würde es niemals zeigen, aber dass er verschwunden ist, muss sie schwer mitgenommen haben. Falls du mit ihr sprechen möchtest, weißt du ja, wo du sie findest. Am Tor der Getreuen, wo sie ihren Dienst schiebt. Aha. Natürlich draußen im Seenland. Da können wir uns aber auch direkt hin teleportieren lassen. Und dann... flattern wir einmal ganz kurz rüber. Und beenden vor der guten Lina diese... wundervolle Quest. Naja, wundervoll nicht. Es ist ja schon ein bisschen düster, was hier gerade abgeht. Aber ja, Dankeschön fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Wenn es heißt Let's Play Final Fantasy 14 mit dem duften Typ, der duften Mieze, der duften Tieferpuppe und wer uns noch so über den Weg laufen wird. Bis bald!